weiß nicht, ob hier irgendwas am Verwesen ist oder sonst was. Hört ihr das? Und da sehen wir das Tropenhaus. Ganz vertrauenserweckend sieht diese Konstruktion hier nicht mehr aus. Leute, das ist wieder ein Lost Place, was den Namen Lost Place auch wirklich, wirklich verdient. Es ist jetzt zwar nicht diese mega Einrichtung, aber es ist dieser richtig krasse mega Verfall. Und dieses Efeu. Ich finde es jedes Mal schön, sowas zu sehen, wenn es in irgendeine Location so rein wächst und das ganze Efeu sich alles einverleibt. Traumhaft. Und dort, liebe Leute, finden wir das alte Fortbewegungsmittel dieses Parkes. Der Herr, den das hier gehörte, war ein Blender und Betrüger. War der Parkbesitzer tatsächlich ein Betrüger? Hi Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir in einer Art Freizeitpark unterwegs. Das Ganze schon ziemlich lange verlassen. Ich meine, 2014 wäre das letzte Datum, was ich im Kopf habe über diese Location. Im Hintergrund sieht man schon mal das Klohäuschen. Da vorne ist dann der Eingang zu diesem Lost Place. Das Ganze wurde damals aufgrund eines Sturms geschlossen. Der Aufbau dieser Location hat sich nicht mehr gelohnt. Es war nicht mehr rentabel und jetzt muss das Ding hier einen Tagebau weichen. Ich weiß nicht, ob es einige von euch in den Medien mitbekommen haben, aber im Moment ist ja viel mit diesem Tagebau, mit dem Dorf, was schon abgerissen wurde. Das gehört auch noch dazu. Und bevor es weg ist, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einmal nochmal an. Deswegen wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Wir direkt das erste Büro, oder besser gesagt, es ist eine Kasse gewesen. Hier sind überall Fliegen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas am Verwesen ist oder sonst was. Hört ihr das? Die haben sich hier irgendwo eingenistet, ich weiß nicht. Und ich sehe vielleicht auch schon den Grund. Da hinten ist ein Kühlschrank. Junge, Junge, Junge. Am Fenster liegen noch Unterlagen von 2013 von einem Blumengeschäft. Hier sehen wir ein Foto von Kindern im Knallbecken, wahrscheinlich hier im Park. Jetzt hört man fast gar nichts mehr von den Fliegen. Wo sind die alle hin? Sollen wir trotzdem mal in den Kühlschrank schauen? Ach, der ist aber zum Glück leer. Glück gehabt. Und weiter schauen. Dort befindet sich noch ein Raum. Den Kühlschrank möchte ich aber auch nicht aufmachen. Ach, auch der ist leer. Die Fliegen hierher. Hier befindet sich nur eine Art Abstellraum. Auch von hier sind die Fliegen nicht. Ich frage mich, wo die Fliegen hier alle herkommen. Dann gehen wir mal raus. Und der Park ist so groß, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hergehen soll. Gehen wir einfach mal an den Sitzbänken vorbei. Auf den Bänken sind überall Teppiche, auch auf dem Tisch. Die ganze Seite ist voller Sitzecken und Bänken. Und hier sieht man die ersten exotischen Blumen, die wohl mal hier geblüht haben. Da hat auch mal ein Weg lang geführt, ist aber komplett zugewachsen. Deswegen gehen wir jetzt ins nächste Gebäude. Das Café. Auf den ersten Blick sieht es relativ klein aus. Dort sehen wir noch den Teil der Theke, die mal hier stand. Im Raum daneben sieht es aus wie ja, die alte Küche. An der Wand steht noch der Edelstahl. Schrank. Es ist sogar noch Geschirr vorhanden. Wahrscheinlich war das mal zum Kühlen von irgendwie Kuchen oder sowas. Ich gehe stark davon aus, weil da oben Kaffee steht, dass es wirklich hier nur Kuchen, Kaffee gab und halt Softdrinks. Ne? Ja, nichts Großartiges zu essen. Wie schön sich der Efeu hier schon den Weg reinbahnt. Schauen wir weiter. Jetzt dann hoch. Stehen sogar noch die Stühle, die Sitzgelegenheiten in lila. Naja. Mein Fall ist es nicht. Und ich weiß nicht, ob es im Video zu hören ist. Aber auch hier alles voller dieser Fliegen. Die waren das dann bemalt. Ich weiß nicht, so eine Banane? Ich kann es jetzt gerade nicht erkennen. Und das ist der Überblick vom Café von oben. Es war ziemlich klein. Da oben sind den Kronleuchter und diese alten Lampenschirme aus Ton. Also wenn die runtergeflogen werden auf den Kopf,
hätte es, glaube ich, wehgetan. Wenn wir rausgucken, das ganze Ding ist hier schon komplett eingewachsen. Und dann jetzt raus aus dem Café Richtung Urwald, kann man schon fast sagen. Ja, das ist hier so zugewachsen alles. Man erkennt das Gebäude fast gar nicht mehr, in dem wir gerade drin waren. Es ist komplett mit Efeu bedeckt. Traumhaft. Bei dieser Location kann man auf jeden Fall sagen, hier holt sich die Natur wirklich alles zurück. Liegt auch wahrscheinlich daran, dass das hier mitten in der Natur gebaut wurde und auch so ein Biotop-Freizeitpark oder sowas in der Art war. Schauen wir mal weiter. Und je tiefer wir in dieser Location reingehen, desto verwachsener ist das Ganze hier. Wahrscheinlich gab es damals auch einen Rundweg, der jetzt aber nicht mehr so gut zu erkennen ist. Da sieht man einen Tümpel, eine Art Teich. Und hier kommt auch irgendwie so ein ekliger Gestank her. Auch das ist, glaube ich, eine exotische Pflanze. Zumindest ist sie mir so in Deutschland noch nicht aufgefallen. Mit solchen komischen Blüten. Ja, jetzt habe ich gerade ein Pavillon gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier damals schön gemütlich sitzen konnte. Die Konstruktion dieses Pavillons ist nicht gerade mehr sehr stabil. Ich weiß tatsächlich nicht, wo dieser Pfad hier hinführt. Ich bin mal gespannt, was wir noch alles so hier zu entdecken haben. So langsam vor wie in so einer Wildnis. Auf dem Boden überall Plastikschilder zum Einstecken in den Boden. Wahrscheinlich, wenn man hier verschiedene Arten von Pflanzen mal. Rittersporen, Magic Fountains Dark Blue, Juni bis September, Dünger und Höhe 90 cm. Damit diese Fläche komplett mit verschiedenen Pflanzen bedeckt. Hier sehen wir einen größeren Bereich, der zugänglich ist, also nicht zugewachsen ist. Schauen direkt mal in dieses Gebäude. Und da sehen wir das Tropenhaus. Ganz vertrauenserweckend sieht diese Konstruktion hier nicht mehr aus. Schon ziemlich mosch das Ganze. Am Eingang sehen wir wieder alles voller Fliegen und Gehege, wo wahrscheinlich dann die tropischen Tiere drin waren. Ich gehe jetzt mal stark von Spinnen und Schlangen aus. In diesem Käfig waren dann größere Tiere und sowas war dann für Terrarien und sowas in der Art. Man hängt hier an der Wand Veranstaltungen an diesem Ort. Am 14.10. Filmaufnahmen. Am 29.10. Halloween Party. Von wann ist das Ganze? Steht im Datum? Ja. Dieser Lieferschein ist vom 22.03.2016. Lilien, Astilben, Dahlien und so weiter wurden hier bestellt. Mir fällt auf, dass hier alles voller Pflanzen ist. Was haben wir denn da? Candelas. Alles voller Candelas, da Pflanzen. Ich schätze mal, dass dieses Haus zugemacht wurde, die Tiere hier rausgeschafft wurden und es dann als Lagerort für Pflanzen benutzt wurde. Jetzt sind wir wieder direkt in den Urwald. Hinter dieser Wand sehen wir noch weitere Gebäude. Und auch dieses ganze Areal sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus, sondern es sieht ziemlich einsturzgefährdet aus. Aber guck mal, wie weit wir da reinkommen. Von draußen sehen wir nichts. Und hier geht es nicht weiter. Das ist nur ein Lagerort für Blumentöpfe. Die sind hier überall auf dem Boden verteilt. Hier sehen wir schon alte Wassertanks zur Bewässerung dieser Pflanzen. Dann haben wir dieses Gebäude noch einen Eingang durch dieses Garagentor. Boah, Leute. Das Ding steht noch komplett voll. Zwar abgeranzt, aber es steht noch einiges hier in diesem Raum drin. Alte Wassertanks. Hier waren wahrscheinlich irgendwelche Gartengeräte aufgelagert. Vor sowas muss man sich dann hier in Acht nehmen, weil wenn der im Fluss ist, können wir das Ganze hier direkt abbrechen und ins Krankenhaus fahren. In der Ecke gibt es die Stromversorgung. Wie wir sehen, haben die Kabel, die Barbier schon ganze Arbeit geleistet. Die haben ja sogar fast jedes einzelne Kabel hier rausgepflückt. Hier haben sie es nicht gemacht, aber das dicke Kabel mitgenommen. Und das ist tatsächlich Kupferkabel. In einer Location habe ich es tatsächlich gesehen.
Da haben Kabeldiebe Pech gehabt. Aus dem Grund, weil die Kabel aus Aluminium waren. Shit happens. Ich muss aber auch sagen, der riecht irgendwie nach Diesel. Vielleicht war der Tank dann mit Diesel voll zur Stromerzeugung. In dem Raum sehen wir auf dem Boden ein paar Gaspullen. Und das war wahrscheinlich auch nur ein Lagerraum. Und weswegen man hier vorsichtig sein muss, seht ihr hier über uns. Das ganze Holz wölbt sich schon, ist auch schon runtergebrochen. Deswegen gehen wir schnell wieder raus. Ganz interessant ist dieser Bauwagen. Bauwagen haben immer irgendwas Interessantes an sich. Man muss nur an den Bauwagen denken bei Löwenzahn. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt von damals mit Peter Lustig, aber seitdem stelle ich mir Bauwagen von innen so vor. Leider ist dieser Bauwagen aber nicht so. Dient auch nur als Zuchtstation und Abstellraum. Auf der anderen Seite sieht es nicht besser aus. Schade. Ich hätte mir schon was Besseres gewünscht. Da können wir wieder rausgehen. Leute, das ist wieder ein Lost Place, was den Namen Lost Place auch wirklich, wirklich verdient. Es ist jetzt zwar nicht diese mega Einrichtung, aber es ist dieser richtig krasse Mega-Verfall. Und das ist ja eigentlich so der Urbegriff von Lost Place. Es muss und es kann ja auch nicht immer dieses super eingerichtete Haus oder Werkstatt oder was weiß ich sein, sondern auch sowas gehört zum Hobby Lost Place dazu, sowas zu erkunden, wo schon sehr lange keiner mehr war, wo alles zuwächst. Ihr wisst, was ich meine. Wir sind gerade aus diesem Bauwagen raus. Der Eingang ist zugestellt. Es befindet sich dort. Es geht von dort hinten durch bis da vorne. Ich gehe mal davon aus, dass das hier eine Bewässerungsanlage für neue Pflanzen war. Hier sehen wir auch welche. Lost Place, Leute. Zugewachsen, schön. Gehen wir aus diesem Tor wieder raus. Ich habe gehört, hier soll noch so eine alte kleine Minilok stehen, die immer damals zur Beförderung von den Besuchern gedacht war. Mich würde echt interessieren, wie das damals hier ausgesehen hat. Bei dem jetzigen Zustand kann man das nur noch erahnen. Der Rundweg ging damals wahrscheinlich hierher. Hier sehen wir die Steine, wahrscheinlich zur Abgrenzung von dem Beet. Das war mal wahrscheinlich so eine Art Kreisverkehr. Dort hat auch mal ein Weg lang geführt. Ist leider zu durch diesen umgefallenen Baum, der wahrscheinlich durch den Sturm Friederike umgekippt ist. Damals wollte man den Park wieder aufbauen. Und dann kam Friederike und hat das Ganze mal hier einmal kurz, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, zerstört. Und das war es dann mit der Idee dieses Parkes. Hier ist so ein Art Gefängnis. Wenn die Kinder mal böse waren, wurden sie da eingesperrt und die Eltern konnten die Ruhe genießen. Nein, natürlich nicht, das war ein Gehege für Tiere. Das hier war wahrscheinlich auch mal ein freier Platz, wo die Leute sich hinsetzen konnten, was trinken konnten oder essen konnten. Oder eine Auszeit gegönnt haben. Das ist komplett zugewuchert hier. Dann befindet sich noch ein weiteres Häuschen auf dem Weg. Was war denn das mal hier für ein Raum? Wofür wurde der genutzt? Konnte man irgendwie Hochzeiten oder sowas feiern? Am Pfosten sehen wir diese Leinen. Holz zum Verbrennen wahrscheinlich. Und dieses Efeu. Ich finde es jedes Mal schön, sowas zu sehen, wenn es in irgendeine Location so rein wächst und das ganze Efeu sich alles einverleibt. Traumhaft. Und folgen wir einfach dem Pfad. Das sieht für mich auch aus wie ein Gehege. Sind hier irgendwelche Tiere drin dran? Hasen oder so? Oder Hühner? Nehmen an, direkt das nächste Gehege. Anscheinend waren dort irgendwelche größeren Tiere oder Vögel. Es kann auch ein Vogelhaus gewesen sein. Warum ich das vermute, weil oben drüber auch ein Netz gespannt ist. Kann gut sein, dass hier so eine Art Wellensittich mal gelebt hat. Das hat für mich den Anschein, als wenn hier damals so einige Tiere gelebt hätten. Da sehen wir ein Gehege. Da hinten auch noch ein Gehege. Also das Ding war damals schon nicht klein. Weiter findet sich ein Anhänger, der aber schon komplett zerfallen ist. Aber eins muss ich mal loswerden. Ich finde es in der Natur richtig, richtig schön. Also ich könnte mich jetzt hier auch irgendwie hinsetzen, eine Overnight machen. Einfach richtig Entspannung pur. Und dort, liebe Leute, finden wir das alte Fortbewegungsmittel dieses Parkes. Ja, wahrscheinlich haben die Kinder sich dann reingesetzt und konnten mit dieser Lok fahren. Und das fällt mir gerade auf, die Lok hat kein Gestell. Da vorne haben wir ein Gestell gesehen. Ich glaube, dieses Gestell gehörte mal zu dieser Lok.
Dort befindet sich noch der Hinweis, bei laufenden Motor nicht ein- oder aussteigen bitte. Ich bin echt gespannt, wo der Weg hier noch hinführt. Jetzt hier weiter. Da hinter den Bäumen und Büschen sehen wir ebenfalls Gebäude. Eingang befindet sich direkt eine Kamera. Wenn wir hier dran gehen, sehen wir, dass dort auch keine Kabel mehr angeschlossen sind. Im Eingang fällt dann direkt dieses Gemalte auf. Sieht aus, als wenn irgendeiner mal auf dem Trip war. An der Wand befinden sich einige Erklärungen zu Getreidearten und Feldfrüchten, ein Parkplan, Bergleute der Steinzeit. In diesem Park wollten wir einen Nachbau einer Siedlungsanlage aus der Steinzeit durchführen, haben es aber nie geschafft oder nie gemacht. Auf dem Schon befindet sich noch ein Bild, wo die Kinder dann zu Gast waren, womöglich mit dem Besitzer auch drauf. Dann befinden sich hier noch Zettel. Der Herr, den das hier gehörte, war ein Blender und Betrüger. War der Parkbesitzer tatsächlich ein Betrüger? Das Ganze führt sich hier fort. Überall Bilder, irgendwas mit Steinzeit. Hier befindet sich dann das Bild des Herrn, den das hier gehört hat, der Besitzer. Musste er diesen Park aufgeben? Musste er ihn aufgeben, weil er betrogen hat? Musste er ihn aufgeben, weil es geldmäßig nicht mehr gepasst hat? Oder musste er ihn altersbedingt aufgeben? Das sind Fragen. Es kann natürlich auch sein, dass er ein Betrüger war. Kann ich jetzt aber nicht bestätigen bisher. Und wir besuchen nochmal, das gibt es in dieser Location auch, das Neandertalerhaus. Das ist übrigens das Gebäude, wo wir gerade drin waren. Und wir gehen jetzt gleich noch in dieses Haus. Anno 5090 vor Christus. Also so lange steht es sehr wahrscheinlich nicht hier. Aber sieht aus wie ein schöner Nachbau. Dann öffnen wir die Tür. Schauen uns drin ein wenig um. Und das ist relativ dunkel hier. Guckt euch das an. Das ist doch echt nice. Auf dem Boden befindet sich die Feuerstelle. Die Bänke mit Fellen. Da stelle ich mir gerade vor, wie man hier abends gesessen hat. Vielleicht ein Feuerchen gemacht hat. In der Runde gesessen hat. Und Geschichten erzählt wurden. Das soll ein Nachbau eines Neandertalerhauses sein. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass sie 5090 vor Christus schon solche Häuser gebaut haben. Die waren doch eher so in Höhlen. Oder ist das ein Nachbau einer Wohnung in einer Höhle? Das kann natürlich auch sein. Hier drin sollte wahrscheinlich so eine Art Bett gewesen sein. Auch das diente wahrscheinlich mal als Bett. Einmal so eine Sicht von oben über das Ganze. Mühe haben sie sich hier ja gegeben, muss ich ja mal zugeben. Auf diesem Stand waren dann wahrscheinlich damals mal die Werkzeuge und so weiter ausgestellt. Steht hier auch Rohmaterialien wie Hirschgeweih, Knochen, Tierseen, Felle, Leder zur Herstellung von Werkzeugen, Waffen, Gerätschaften. Dann konnte man sich damals das angucken, was die gebaut und benutzt haben. Können wir hier rausgehen? Das war's dann mit dieser Location. Also das Gelände ist ziemlich riesig. Es gab hier echt viele Häuschen zu sehen. Pflanzen, die ich so nirgendwo bisher gesehen habe. Das war damals mal wahrscheinlich so ein kleiner Vergnügungspark, nicht, sondern so ein Erkundungspark, um Sachen von damals zu lernen, rauszufinden, wie die funktioniert haben und so weiter. In dem einen Haus habe ich gesehen, dass der Besitzer als Betrüger dargestellt wurde. Warum konnte ich jetzt auf der Stelle nicht rausfinden? Ist halt die Frage, warum dieser Park geschlossen wurde. Wahrscheinlich einfach, weil es nicht mehr rentabel war oder aus Altersgründen oder sowas in der Art. Auch wenn die nicht mal diese mega geile Einrichtung gewesen ist, war es aber ein typisches, richtiges Lost Place, weil hier einfach alles zugewuchert ist und weil es komplett verlassen ist. Eigentlich der Inbegriff eines Lost Place. Also, liebe Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil und negativ.